Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter. Wir sind immer noch dabei, mit unserer Basis umzuziehen, aber ich denke mal fast, dass wir jetzt komplett durch sind hier. Ich habe ja nichts weiter drinne stehen hier. Das heißt, wir könnten die Sachen deaktivieren, die Treppe kann raus, der Raum kann weg. Hier sind noch so eine kleinen Solarpanels. Okay, die sind jetzt voll. Also wir werden die Basis definitiv komplett neu aufziehen. Ich weiß nicht, komme ich denn jetzt hier hoch eigentlich? Ja, komme ich. Okay, sehr gut. Fehlt mir echt Titan. Warum fehlt mir jetzt Titan hier? Ich wollte hier eigentlich komplett durchbauen mal. Titan habe ich aber noch, ne? Ich komme mal da drauf. Das ganze Kobold kann eigentlich auch hier raus mal. Und hier bin ich voll. Hier ist noch komplett leer. Das Eisen brauche ich ja eigentlich. So, Momentchen mal. Hier mache ich. Wie kommt denn die Kuppel jetzt hier dran? So hier, ne? So. 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 Mit mir zweimal Eisen. Okay, ich muss definitiv. Ja, sieht schon. Sieht doch ganz gut aus hier oben. Da kann ich dann definitiv ein bisschen umpacken. Auch was mein Lager und so angeht. Eisen nehme ich mit. Titan nehme ich mit. So. Ach, es fehlt mir nochmal Eisen hier. Müssen wir uns doch noch mal ein bisschen Eisen besorgen. Eisen und Titan, ne? So, und am besten nochmal Eisen, dann mache ich hier nämlich so eine Rundung rein. So, und hier auf dem Eingang könnte ich ja eigentlich meine Solarantenne stellen. Die soll ja auf jeden Fall wieder rot leuchten. So. Und dann sieht es doch eigentlich schon ganz gut aus. Dann kann ich hier mir definitiv ein bisschen was an Materialien holen. Weil in den Räumen ist ja jetzt eigentlich nichts mehr drin, ne? So. In den Räumen ist ja nichts mehr drin.
Dann werde ich halt schauen, wo ich hier mein Lager wirklich einrichte. Aber eigentlich... Man kann hier eigentlich das Eisen rein. Hier kann das ganze Titan rein. Der Schrank kann dann nämlich schon mal weg. Da muss ich noch ein bisschen gucken. Moment, hier ist auch noch... So, Eisen, Eisen, Eisen. Titan. Ach, ist alles voll, ja, Mann. Oh Gott, ich muss das unbedingt irgendwo, ich muss das unbedingt anders hinbauen hier. So, warte mal, hier habe ich einen Schrank, hier habe ich einen Schrank. So, hier habe ich das ganze Gelümpel drin. So. Kommt hier auf jeden Fall der ganze Sauerstoff und das Wasser rein. So, das andere kommt jetzt hier auch noch rein. So. Erstmal alles raus hier. Hier kommt noch. So. Passt nicht mehr rein hier. So. So, jetzt kommt hier das ganze Essen rein. Moment, Eisen. Oh, hier ist kein Strom mehr, ne? Ach ne, ich brauche Wasser. Wasser ist... Ja, ja, alles gut. So, Essen habe ich ja da drüben. Nee, Essen habe ich jetzt noch hier. So... Der ist leer. Hier kommt jetzt das ganze Gelumpe rein. Moment, Eisen. Dann packe ich hier das ganze Silizium rein. So. Das packe ich einfach jetzt dazu. So. Eis, für was brauche ich denn Eis? So, mache ich mir zwei Wasserflaschen. Die kommen hier mit rein. Das Essen kommt hier rein, habe ich ja gesagt, ne? So, und dann kann der Schrank nämlich weg. Fehlt mir schon der Eisen. Inventar voll. Okay. Das passt nicht mehr rein.
das alles raus. Erstmal umlagern alles. So, jetzt kommt der weg. Oh mein Gott, hier schlägt schon wieder ganz schön ein Grad. So, die Kiste muss auf jeden Fall auch raus. Ja, die muss weg, da muss ja ein Schrank hin. Warte mal, das eine Aluminium kann ja da rein. Zweimal Eisen. Der Schrank muss weg hier. Der ist auch schon voll, ja, ne? Das ist doch heftig hier. Der ist voll. Nein. Nicht alles rausschmeißen. Das Eisen brauche ich noch. So, jetzt habe ich erstmal die Reihe hier gut gemacht. Eisen, Titan, Aluminium, Silizium. So, Aluminium und Silizium. So. Aluminium und Silizium. Dann kommt hier rein Magnesium. Kobalt. So, Magnesium, Kobalt. Oder mal den Stoff kann ich ja eigentlich ja drin lassen und dann diese guten Sachen. Das. Hier haben wir noch Magnesium. Einmal essen, das Ding noch mit rein. Okay. Sauerstoff. Wasser. Essen. Okay. So, dann haben wir hier Uran und Iridium. Uran, Iridium, Osmium.
Osmium. Okay, Stoff habe ich jetzt wohl auch noch drin. Aber ist okay. Hier habe ich die Superlackierung. Magnesium. Das läuft noch alles. Oh mein Gott, die wird schon fast. Okay, mehr habe ich nicht. Ja, jetzt kann ich auf jeden Fall die Sachen wieder verteilen und dann habe ich doch eigentlich eine relativ hübschere Basis gebaut, oder? Ich könnte die natürlich jetzt auch da lassen, unter Wasser. Okay. Hier ist ja auch noch so ein... Ech, Mann. Mal Silizium. Silizium habe ich hier. Titan habe ich hier. Passt natürlich nicht mehr rein. So, das. Okay, Kobalt hatte ich ja hier. Nee, Titan bleibt ja hier drin. Silizium kommt noch weg. Silizium kommt hier rein. Hier kommt das mit rein. Aluminium habe ich hier. Okay, da ist noch Aluminium, das noch weg, das noch weg, das noch weg. Silizium weg. Eisen hier rein. Kobalt ist voll. Das kommt hier noch rein, das Uran. Gott, habe ich hier noch viel von dem. Mal Aluminium und Silizium. Könnte ich ja theoretisch gesehen. Die reichen halt nicht aus, ne? Mal mit dem Kobalt kann ich mir doch eigentlich hier Sauerstoffflaschen herstellen. So. Das ist doch eine gute Idee. Dann ist das nämlich weg. Habe ich nämlich genug. So, Silizium, Titan, also Eisen, Titan, Alu und Silizium, Magnesium und Kobalt. Hier habe ich den Stoff drin, warte mal, hier kann ich noch. Was habe ich jetzt noch? Silizium, Magnesium. Ich mal Magnesium noch hier rein. Magnesium und Silizium. Magnesium, Silizium.
So, jetzt habe ich zumindest meine Schränke erstmal voll. Und ich kann mir auch definitiv... Oh mein Gott, das ist ja schon... Ja... Ich muss meine Windkraftanlagen noch retten. Ich meine, gut, die bringen alle nur ein... Einmal Eisen, ne? So... So, jetzt liegt natürlich das ganze Gelümpe hier rum. Muss ich hier irgendwas noch rausholen? Kann ich nicht. Okay, gut. Dann ist die Basis weg. Ich glaube, die Windkraftanlagen brauche ich auch nicht, weil meine Kernreaktoren reichen nicht aus. Okay, dann schauen wir mal, ob wir hier vielleicht... Okay, Eisen, 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 Eisen. So, was brauche ich denn für so einen Kernreaktor noch? Ein Stab und 3 Superlegierung habe ich sogar noch. Und 2 Superlegierungen muss ich mir noch machen. 2x Silizium, 2x Magnesium. 2x Kobalt. 2x Aluminium. 2x Titan. 2x Eisen sollte ich dafür eigentlich. So, jetzt brauche ich noch 2 Wasserflaschen. Und dann kann ich mir nämlich nur so einen Kernreaktor machen. So, jetzt ist nämlich alles wieder da. Ich habe jetzt noch 2x Kobold und... So einen Pilz nehme ich mir mal mit. Ach, hier muss ich noch die Pflanzen reinpacken, ne? Ich mir da noch die Pflanzen reinpacken. Wie viel habe ich denn? 1, 2, 3, 4. Und da draußen weiß ich gar nicht. So, 4x Pflanzen. Also, 1x, 2x, 3x, 4x. Pilz kommt hier rein. Bohnen. Kann ich eigentlich hier mit reinpacken? Eisen ist voll, 2x Kobold. Sauerstoffflasche und eine Getränkeflasche. Muss ich mir auf jeden Fall mitnehmen. So, und dann wollen wir mal hoffen, dass wir soweit fertig sind hier. Können wir sogar noch eine holen. Vielleicht habe ich sogar noch mal Pilzsporen, aber ich weiß gar nicht, was ich mit den Pilzsporen machen kann. Ich kann auf jeden Fall was Neues bauen. Ich kann hier so einen Algengenerator machen. Da brauche ich eine Aubergine, Wasserflasche, Biokraftstoff. Okay. Das kriege ich hin. Da brauche ich definitiv so einen Pilz. Aber das packe ich mir ins Biolabor, würde ich sagen. Das packe ich mir ins Biolabor. So, da gucken wir mal. Einmal Biokraftstoff, eine Aubergine. Biokraftstoff habe ich, glaube ich, hier. Wasserflasche habe ich, Magnesium und Superlegierung. Magnesium und Superlegierung. Also machen wir das.
das. Das habe ich. Einmal Kobold. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Züchtet unter Wasseralgen, erzeugt Biomasse auf einer Wasseroberfläche platzieren. Ach so. Okay, das kann ich nicht mehr hier drinnen machen. Das muss ich auf einer Wasseroberfläche. Aha. Na ja, gut, Gott sei Dank kriege ich hier ja Wasser, ne? Warte mal, dann packe ich das mal alles da rein, weil das brauche ich ja für dieses Ding. Eisen und Magnesium. Da kann ich mir noch auf jeden Fall so eine Lampe bauen. Da baue ich mir sogar mal ein paar mehr. Eisen und Magnesium mache ich auf jeden Fall hinten für. Mache ich hinten vor der Tür noch eine Lampe. So, das sieht doch schon gut aus. Jetzt könnte ich mir noch ein paar Materialien holen. So, und jetzt muss ich mal gucken. Also, so ein Schredder. Hier oben habe ich ja definitiv auch noch ein bisschen Platz. Das brauche ich denn ja. Eisen und Kobalt brauche ich für die. Ich habe erst auf jeden Fall noch mal eine andere Treppe reinmachen hier. Eisen und Kobalt. So, jetzt brauche ich nämlich das Kobalt. So, also ich habe... Wo habe ich denn die Treppe? Die habe ich hier hinten. Das würde ich aber gerne... Ich würde mir aber gerne halt hier vorne noch eine hinbauen. So. Hab ja schon fast alles. Hab ja schon fast alles mit. Glas hier jetzt drum, ne? Okay, sieht doch gut aus. Da ist wieder kein Strom, oder? Doch. Könnten wir ja vielleicht hier hinten noch eine Treppe hinpacken, ja. Okay, sieht gut aus. Ich habe, glaube ich, auch eine Innenbeleuchtung, oder? Nicht sowas auch irgendwo gekriegt mal? Innenbeleuchtung. Oh, und dieses Ding kommt weg. Das packe ich nämlich. Recyclingmaschine, die brauche ich nämlich nicht wirklich. So. Tisch, Sofaecke und Bett brauche ich auch Stoff.
Da werde ich endlich mal den Stoff los. Was brauche ich noch dafür? Eisen. Brauche ich noch mehr Eisen? Ein Bett passt ja eigentlich nur. So eine gerade Stelle hier, ne? Hier oben schlafe ich genau neben der Recyclingmaschine, ist auch nicht schlecht. Tisch brauche ich Titan. Und eigentlich würde ich lieber ein paar Stühle hier hinstellen. Kein Stoff mehr. Okay, ich hoffe ja mal, wie gesagt, dass ich hier nicht so schnell überflutet werde. Nein! Ach Mann. Kleines Wärmekraftwerk noch hier oben hin. So, dass hier wenigstens ein bisschen aufgeräumt ist. So, eins kommt hier hinten hin. Eins packe ich hier ins Biolabor. Okay. Hä? Was ist denn jetzt hier in der Kiste noch drin? Okay, Moment. Das packe ich mal alles raus. Könnte ich theoretisch gesehen einen Schrank hier hinstellen. Steht das Ding hier, das Ding steht hier. Keine Kommunikationsantenne in Reichweite. Wieso habe ich denn meine Kommunikationsantenne? Oh, die ist so weit weg, alles klar. Dann setze ich die mal ein bisschen. Setze ich die halt hier oben drauf. Ich hoffe mal, das reicht jetzt. Ja. Energie. Das sind die Sachen. Das ist meine Karte. Okay, jetzt bin ich ja hier oben. Hier unten wird auf jeden Fall alles voller Wasser. Das ist erstmal Fakt. Okay. Wir sind schon noch bei 34 Minuten. Haben die auch ihren Platz. Titan dort rein. Eisen da rein. Okay, gut. Werde ich trotzdem nochmal, bevor ich hier Schluss mache, nochmal hier runtergehen. Und nochmal schauen, was ich hier noch für Teile finde. Also hier war ja auf jeden Fall
definitiv irgendwo Uran, ne? Auch wenn das jetzt hier alles überflutet wird. Habe ich natürlich irgendwo eine Anzeige? Nö, eigentlich nicht, wahr? Ich nehme das jetzt einfach mal alles mit. Lithium. Ist mein Ding schon wieder voll. Wir müssen definitiv noch so eine Rakete starten. Aber ich glaube, die Uranraketen, die muss man halt immer wieder starten, damit man hier halt Uran bekommt, ne? Weil ist jetzt, glaube ich, nicht so gut. So, Titan. Silizium. Kobalt. Magnesium kann ich hier mit reinstecken. Und Silizium ist ja schon fast voll. Ja, okay. Ich mache noch einen Ausflug machen wir noch. Schade, dass es hier nicht irgendwo noch mehr Uran regnet. Mit. Kobalt, Titan, Eisen. Lithium, Eisen, Eisen, Eisen. Titan. Eisen. Was ist das hier? Kobalt. Okay, jetzt müsste ich eigentlich ja soweit alles haben, ja, ne? Ich weiß ja nicht, wie weit sich das noch ausbreitet hier, das Wasser. Auf jeden Fall brauchen wir definitiv so eine Uranrakete wieder. Ich denke mal, fast bis hierhin füllt sich das. Aber bis da drüber wird es halt jetzt ein bisschen schwer. Naja, müssen wir mal gucken. So, was haben wir denn hier? Magnesium und Kobalt. So, Silizium habe ich auch noch einmal. Titan. Ding, 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 ding. Und Eisen. Habe ich natürlich mehr als genug. Dann mache ich hier aus Magnesium und Silizium mache ich Eisen und Lithium. Okay, gut. Dann haben wir unsere Basis ja soweit eingerichtet wieder. Und wir müssen auf jeden Fall schauen. Irgendwas Neues haben wir, glaube ich, noch dazu bekommen, oder? Dieses Algending auf jeden Fall können wir herstellen. Den Bohrer. Bei dem Bohrer müsste ich auch mal schauen. Was der so alles gefördert hat. Titan. Magnesium nehme ich mit. Silizium nehme ich mit. Ich nehme alles mit. Dann brauche ich eigentlich gar nichts mehr sammeln, weil ich hier genug habe. So, habe ich echt einiges jetzt. Auch Aluminium habe ich. Sehr schön. So, in unserem Biolabor, da können wir auf jeden Fall... Ja, da brauche ich Pilze, Silizium und Wasserflasche. Dann kann ich diesen Bioklumpen herstellen. Wo habe ich denn die Pilze drin? Die habe ich damit hier vorne hin reingepackt irgendwo, ne?
Was brauche ich denn für so eine kleine Truhe? Einmal Eisen. Warte mal, wenn hier das... So, wenn das Ding hier ist, dann packe ich die Pilze auf jeden Fall hier rein. Die Pilze, Silizium, Wasserflasche, also zwei Pilze. Einmal Silizium und eine Wasserflasche. Wasserflasche habe ich, nehme ich trotzdem mal noch eine mit. Biokraftstoff, den habe ich doch, glaube ich, hier vorne drin, ne? Der kann aber eigentlich dort hinten rein, aber okay. Ich will ihn jetzt nur mal herstellen. Aber das mit den Algen ist ja trotzdem noch ein bisschen komisch. Ja, Iridium müssen wir farmen gehen. Okay, wir sind schon bei 40 Minuten, ist schon mal ganz schön lange. Wir werden uns in der nächsten Folge ein bisschen weiter umschauen und dann schauen wir nochmal, ob wir vielleicht nochmal so eine andere Rakete starten können. Oder nochmal so eine mit Uran, damit wir weitere Uranstäbe machen können. Ich habe nämlich überhaupt keine Uranstäbe mehr. Ich habe zwar hier noch Uran, aber damit kann ich nichts anfangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das reicht auch nicht aus. Das ist halt das Problem, ne? Okay, aber wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.